Heutige Dharma-Talk geht um den zweiten Teil des achtfachen Pfades, rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebensunterhalt. Also kurz gesagt geht es um die Tugend. Also der dritte Faktor des achtfachen Pfades, rechte Rede, Samavaccha. Der vierte Faktor, rechte Handlung, Samakamanta. Und der rechte Lebenswandel, Samajiva, als Tugendfaktoren des achtfachen Pfades. Schauen wir uns die Tugend genau an, stellen wir natürlich fest, dass die Tugend gesellschaftlich bedingt ist, dort eingebettet ist und ständig im Wandel ist. Und oftmals in modernen Gesellschaften hat man das Gefühl, dass viele Leute in einem gewissen Enthusiasmus für ein vergnügtes Leben Moral oder Tugend eher als Hindernis ansehen. Wir wollen uns natürlich richtig orientieren und die Tugend als Praxis sehen und unsere Ansicht oder uns so orientieren, dass wir halt die Praxis der Tugend als Geschenk sehen, das wir nutzen können, um unser Herzen zu reinigen und um uns damit halt selbst ein Geschenk zu bereiten und für unsere Umwelt, in dem es keine Konflikte gibt. Also die fünf Tugendregeln sind ja jedem bekannt. Die menschliche oder die Basis für eine menschliche Existenz. Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und natürlich keine Rauschgetränke, keine Drogen. Alle, die hier sitzen und ernsthaft meditieren, wissen natürlich, dass alles, was wir denken, sagen und tun, sich auf unsere spirituelle Entwicklung auswirkt. Und diese Richtlinien sind wirklich Richtlinien, die der Buddha gegeben hat. Der war halt kein Gesetzesgeber in dem Sinne, sondern das sind wirklich nur Richtlinien, die er uns gegeben hat. Gerade diese Vorsilbe rechte Rede, rechtes oder dieses Recht. Ich würde vielleicht empfehlen, dass es gar kein rechtes Ding in diesem Sinne gibt, sondern dass dieses Rechte vor diesen Wörtern, dass es halt wirklich darum geht, dass man sich auf jede Situation neu mit Achtsamkeit und Weisheit einstellt, weil jede Situation so komplex ist und sich so schnell ändern kann, sodass ich nur dort wirklich eine rechte Rede oder recht handeln kann, wenn ich mich auf die Situation einstellen kann. Und dazu brauchen wir natürlich auch die letzten Pfadfaktoren, die Faktoren der Achtsamkeit und der Weisheit. Diesmal ganz kurz was von den Vorteilen der Tugend vor, aus der Visuddhimagga. Da ist es nicht Tugend, sondern Sittlichkeit. Das ist nur ganz kurz. Die guten Sitten aneinander haben die Reuelosigkeit zum Segen. Ferner wird gesagt, folgende fünf Segnungen, ihr Hausleute, werden dem Sittenrein für seine Erfüllung der Sittlichkeit zuteil. Welche fünf? Der Sittenreine, sittlich vollkommene, ihr Hausleute, gewinnt infolge seiner Strebsamkeit großen Überfluss an Schätzen. Das ist die erste Segnung. Fernerhin, ihr Hausleute, verbreitet sich über den Sittenreinen, sittlich Vollkommenen, ein guter Ruf. Das ist die zweite Segnung. Fernerhin, ihr Hausleute, in jedweder Gesellschaft, zu der Sittenreine, sittlich Vollkommene, sich hinbegibt, seien es Adlige, Brahmanen, Hausleute oder Asketen, da tritt er voll Sicherheit auf. Ohne Verwirrung. Das ist die dritte Segnung. Fernerhin, ihr Hausleute, erwartet den Sittenreinen, sittlich Vollkommenen, ein ungetrübter Tod. Das ist die vierte Segnung. Fernerhin, ihr Hausleute, gelangt der Sittenreine, sittlich Vollkommene, beim Zerfalle des Leibes nach dem Tode auf glückliche Fährte in himmlische Welt. Das ist die fünfte Segnung. Also, haben wir nur Gutes zu erwarten, wenn wir uns tugendhaft benehmen. Das ist die Frage, wie wir diese Empfehlung, diese Sittenregeln in unseren Alltag praktisch übersetzen können. Es ist bei der rechten Rede vielleicht gut, die Sprache, mit der wir umgehen, in unserer Kultur, die Rede ein bisschen zu analysieren. Und auch die Sprache ist in unsere Kultur eingebettet.
Und die Sprache verändert sich natürlich deswegen ständig. Also Worte wie Download oder E-Mail gab es halt vor 20 Jahren nicht. Die Sprache hat natürlich viele Funktionen, die man sich oftmals gar nicht bewusst ist. Und zwar natürlich der Austausch von Fakten und Ansichten als emotionaler Ausdruck, als soziale Interaktion natürlich und auch ein bisschen die Kontrolle über die Realität, indem ich etwas in meiner Sprache festlege. Dann derjenige, der spricht, für den ist es natürlich ein Ausdruck seiner momentanen Identität. Also während ich spreche, wisst ihr auf körperlicher Ebene das Alter ungefähr, das Geschlecht, Körpertyp und den Gesundheitszustand. Also würde ich jetzt anders sprechen, dann würdet ihr auch merken, dass mein Gesundheitszustand nicht so gut wäre. Auf psychischer Ebene sind es Informationen über die Persönlichkeit, den Gemütszustand und der Intelligenz. Dann bekommen wir Informationen auch auf geografischer Ebene. Falls ich mit einem Akzent spreche oder mit einem Dialekt oder mit einer ausländischen Sprache, weiß halt jeder ungefähr, wo ich herkomme. Und natürlich auf sozialer Ebene die gesellschaftliche Schicht, den Status oder eventuelle gesellschaftliche Rollen. Wenn wir Sprache benutzen oder wenn wir etwas sagen, hat alles, was wir sagen, so in der Psychologie, 4 Seiten. Und zwar die erste Seite ist der Sachinhalt, wofür, also wirklich worüber ich informiere. Dann die Selbstoffenbarung, was ich von mir selbst kundgebe. Meine Beziehung, was ich von dem Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte, halte. Und den Appell, also wozu ich mit meiner Rede veranlassen möchte. Machen wir uns das alles bewusst, merken wir, dass die Sprache ein sehr machtvolles Instrument sein kann und dass wir uns das wirklich zunutze machen können und die Sprache bewusst als Werkzeug für diesen achtfachen Pfad benutzen können. Wenn wir uns die Sprache anschauen, ist sie, oder die Rede, die Sprache, die wir benutzen, ist das halt wirklich sehr komplex, weil in unserem Geist wir natürlich auch mit Worten denken. Und dann ständig entscheiden müssen, welche Worte wir aussprechen und welche wir nicht aussprechen. Und die Sprache ist natürlich sehr nützlich als Konvention. Das heißt, wir benutzen die Sprache. Doch oft mit Sprache wird auch oft eine gewisse Komplexität der Dinge fast versteckt. Weil wir natürlich entweder mit der Sprache oder mit unseren Gedanken, wir denken in Symbolen und Konzepten. Und die sind nicht immer bei jedem Menschen gleich, sondern eher sehr individuell. Diese Symbole und Konzepte werden natürlich ständig von unserer aktiven Erinnerung bereitgestellt. Also wenn wir uns unser Erinnerungsvermögen anschauen in der Meditation, wenn wir feststellen, dass das nicht passiv ist, sondern dass es ein sehr aktiver Prozess ist. Ständige Bilder kommen hoch, Symbole, Konzepte. Also jeder versteht, zum Beispiel, wenn ich sage, ich war gestern ich war gestern mit Tanaja Medico auf Almosenrunde in Weißenbach, dieser ganze Prozess ist halt wirklich so komplex, dass es wirklich keiner wirklich richtig aufnehmen kann. Deswegen haben wir halt unsere Symbole und unsere Konzepte, mit denen wir uns die Dinge sprachlich vereinfachen. Das ist der Segen der Sprache. Das ist gut, das müssen wir auch so verwenden, aber trotzdem, die Wahrheit ist es halt oftmals nicht. Kurz, was der Buddha zur rechten Rede sagt, zwar aus der Samyutta Nikaya, die Supasita Sutta, gibt es noch keine vollständige Übersetzung, ich habe noch ganz kurz den wichtigsten Teil übersetzt. So habe ich gehört, einmal hielt sich der Erhabene bei Savati im Jetahain, dem Park des Anathapindika, auf. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Bhikkhus, ja, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Gesegnete sprach, Bhikkhus, Rede mit 4 Eigenschaften ausgestattet, ist wohlgesprochen, nicht schlecht gesprochen, fehlerlos und nicht von Weisen tadelbar. Welche 4? Es gibt einen Fall, wo ein Bhikkhu nur das sagt, was wohlgesprochen ist, nicht das, was schlecht gesprochen ist, nur das, was rechtens ist,
nicht das, was unrechtens ist. Nur das, was lieblich, nicht das, was nicht lieblich ist, und nur das, was wahr, nicht das, was unwahr ist, sagt. Die Rede, mit diesen vier Eigenschaften ausgestattet, ist wohlgesprochen, nicht schlecht gesprochen, fehlerlos und nicht von Weisen tadelbar. Also im Verlauf dieser Sutta steht dann nochmal ein Mönch auf, richtet seine Robe gerade und sagt zum Erhabenen, mir ist die Inspiration gekommen. Und der Buddha sagt, lass die Inspiration zu dir kommen. Und dann endet diese Sutta. Aber es ist halt nur nochmal die Eigenschaften der rechten Rede. Wenn wir das auf unseren Alltag projizieren, werden wir auch vorstellen, dass rechte Rede wirklich gar nicht so einfach ist, weil wir oft alten Impulsen ausgesetzt sind, die wir erstmal achtsam aufspüren müssen und schauen müssen, wo negative Impulse hinführen, wo positive Impulse hinführen. Also zusammenfassend sind die Eigenschaften der rechten Rede oder der guten Rede zu sagen, was wahr ist, zur rechten Zeit, was hilfreich ist und was gütig gesprochen ist. Ja? Und dabei wird natürlich auch ganz klar, dass das an ganz stark von unseren Intentionen abhängt, das heißt von unseren Absichten und auch von unserer Ansicht, die natürlich die beiden ersten Pfadfaktoren der rechten Ansicht und der rechten Absicht darstellen. Also wenn die rechte Ansicht da ist und ich die richtige Absicht habe, wird die Rede auch fast automatisch richtig sein. Ja? Also man muss sich nicht so viele Gedanken machen, was sage ich jetzt, wie sage ich das, oder sondern wenn ich auf dem Meditationskissen sitze und meine Absicht in eine vernünftige Richtung lenke, in eine Richtung der Güte zum Beispiel, dann wird sich das auch in meiner Rede widerspiegeln. Rechte Rede ist natürlich auch, ist ein Faktor der fünf Tugendregeln, nicht zu lügen. Und ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll, dieser Majjhima Nikaya Ratan Rahula, ist jemand damit? Kennt die Sutta jemand, den der Buddha an seinem Sohn Rahula gibt, den Rat über das Lügen? Nein? Der Erhabene setzte sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und wusch sich die Füße. Der ehrwürdige Rahula huldigte ihm und setzte sich seitlich nieder. Da ließ der Erhabene den geringen Rest Wasser in der Wasserschüssel zurück und fragte den ehrwürdigen Rahula, Rahula, siehst du diesen geringen Rest Wasser in der Wasserschüssel? Ja, ehrwürdiger Herr, Rahula. Genauso gering ist das Mönchtum jener, die sich nicht schämen, vorsätzlich zu lügen. Dann schüttete der Habende den geringen Rest Wasser, der übrig war, weg und fragte den ehrwürdigen Rahula, Rahula, siehst du jenen geringen Rest Wasser, der weggeschüttet wurde? Ja, ehrwürdiger Herr, Rahula. Ebenso weggeschüttet ist das Mönchtum jeder, die sich nicht schämen, vorsätzlich zu lügen. Dann stülpte der Erhabene die Wasserschüssel um und fragte den ehrwürdigen Rahula, Rahula, siehst du diese umgestülpte Wasserschüssel? Ja, ehrwürdiger Herr. Rahula, ebenso umgestülpt ist das Mönchtum jener, die sich nicht schämen, vorsätzlich zu lügen. Dann drehte der Erhabene die Wasserschüssel wieder richtig herum und fragte den ehrwürdigen Rahula, Rahula, siehst du diese hohle, leere Wasserschüssel? Ja, ehrwürdiger Herr. Rahula, ebenso hohl und leer ist das Mönchtum jener, die sich nicht schämen, vorsätzlich zu lügen. Also, wir wissen alle, Lügen bringt keine Harmonie, Dissonanz in der Gruppe, jemanden täuschen zu wollen, und machen wir also nicht, Lügen. Die rechte Handlung als nächster Pfadfaktor, übersetzt in Pali ist es Samakamanta, aber eigentlich kann man auch sagen Samakama, also richtiges Kama, und bedeutet erstmal nicht zu töten, nicht zu stehlen, also den Respekt vom Besitz anderer, kein sexuelles Fehlverhalten. Ist kurz gesagt, dass wir die Beziehung, in der wir sind, respektieren und die Beziehung, in der sich andere Leute
Befinden respektieren, mit dem wir jetzt unsere Zeit verbringen. Und diese Richtlinien, sich davon zu enthalten, beinhalten immer ein gewisses Mitgefühl und einen gewissen Respekt für alle Lebewesen. Sie bringen Harmonie mit einem selbst, eine gewisse Reuelosigkeit. Und außerdem formen sie unseren Charakter. Bei dem, der die Tugendregeln wirklich einhält, der kann anderen wirklich das Geschenk der Angstlosigkeit geben, eine gewisse Sicherheit und Frieden. Also ein tugendhaftes Leben oder ein gutes Leben gründet sich immer auf eine gewisse Güte und ein Mitgefühl, Metta und Karuna. Und jegliche Sprache oder irgendwelche körperlichen Handlungen ohne diese Qualitäten kann einfach nicht heilsam sein. Wenn man ein gutes Gewissen hat und mit Gedanken der liebenden Güte, ist man wirklich einfach nicht in der Lage, jemanden zu töten oder anderes Lebewesen zu töten oder zu stehlen. Nur jemand mit negativen Impulsen, Böswilligkeit, Gier und Verblendung ist dazu in der Lage. Mit diesen Tugendregeln ist es auch notwendig, zumindest ein kleines Level von mentaler Disziplin sich anzutrainieren und zu kultivieren. Denn wenn unsere Gedanken unbewacht sind, sind unsere körperlichen Handlungen ebenfalls unbewacht und so unsere Rede und unsere mentalen Aktivitäten. Der Buddha sagt, den Tor erkennt man an seinen Handlungen und so den Weisen. Wenn es darum geht, mit den Tugendregeln unseren Charakter zu formen, wissen wir natürlich, dass all unser Verhalten und unsere Handlungen genau dies tun, unseren Charakter bilden und dass einem niemand einen guten Charakter geben kann. Den bekommt man nicht vererbt, sondern jeder muss ihn selbst durch Gedanken, Reflexion, einer gewissen Sorgfalt, eigene Anstrengung und auch Konzentration selbst schaffen. Ein guter Charakter ist in allen Fällen das Ergebnis seiner persönlichen Anstrengung. Und um sich wirklich einen guten Charakter zu schaffen, müssen wir zunächst erstmal schauen, wie wir unsere Sinne zügeln. Jemand, der sich nämlich nur vergnügen möchte, kann sich natürlich schwer aufs Meditationskissen setzen, solange er nicht einigermaßen seinen Geist unter Kontrolle hat. Diese Zügelung kommt natürlich zum Anfang durch eine langwierige Reflexion über die Tugend, indem wir sehen, welche Vorteile diese auf unser Leben hat. Und nicht nur für uns selbst, sondern wie sich auch unser tugendhaftes Verhalten auf unsere eigene Umwelt, auf den Menschen, auf unsere Beziehung ausübt. Wenn wir dies lange kontemplieren, glaube ich, dass man weniger Lust hat auf dieses kurzzeitige Vergnügen, sondern man merkt, dass das Herz still wird und dass das die richtige Richtung ist und das Gefühl, etwas wirklich Wertvolles zu schaffen. Also nochmal, diese Tugendregeln, worum es sich immer dreht, sind kein Zwang und kein Gebot, weil es sowas wie Zwang und Gebot im Buddhismus nicht gibt. Es ist nicht autoritär gedacht, sondern nur als Trainingsrichtlinien für jeden, der wirklich freiwillig gewillt ist, diese Trainingsrichtlinien auf sich zu nehmen. Und wenn man die dann aufnimmt, dann sollte man sie auch halten. Wenn man das nicht möchte, braucht man sie auch nicht auf sich nehmen. Also es ist nur nochmal, um aufzuzeigen, dass diese Richtlinien vom Mitgefühl des Buddhas kamen, der uns natürlich nur gute und schlechte Handlungen und deren Konsequenzen aufzeigt. Der rechte Lebensunterhalt, dazu sagt der Buddha sehr wenig. Aber wenn man sich die Gesellschaft anguckt, zu Zeiten des Buddhas in Indien, waren die Möglichkeiten des Lebensunterhalts, glaube ich, eher eingeschränkt. Das waren eher Feudalherrschaften mit Kleinkönigreichen, Fürstentümern, Rajas. Und die Gesellschaft bestand fast ausschließlich aus der Landwirtschaft, dem Handel und dem Handwerk und natürlich Brahmanen, Mönche und so weiter. Also wie man halt früher zu dieser Zeit sein Brot verdiente, das war sehr eingeschränkt. Heutzutage ist es natürlich anders. Und wir haben eine riesige Bandbreite an Dingen, mit denen wir unser Leben und unseren Lebensunterhalt verdienen können. Und da müssen wir natürlich aufpassen, ob der uns wirklich dienlich ist oder nicht.
Der Buddha sagt eigentlich nur, dass der rechte Lebensunterhalt einfach nur bedeutet, sich falschen Lebensweisen zu enthalten, die einem selbst und anderen Leiden zufügen können. Dazu gehört der Handel mit Waffen, der Handel mit Menschen, der Handel mit Tieren zum Schlachten und der Handel mit Alkohol, Gift und Drogen. Also vom buddhistischen Standpunkt ist dies natürlich wieder nicht als Verbot, sondern zur Bekräftigung Gutes zu tun gedacht. Es ist eine berufliche Karriere, die mit guten Intentionen und Motiven untermauert ist. Ein wirklich heilsamer Unterhalt, Lebensunterhalt, basiert auch natürlich auf moralischen Prinzipien, die sich auf eine sichere, die auf eine sichere Gesellschaft zielen, indem sie Einheit und Frieden hervorrufen. Nochmal kurz zum Abschluss. Ein paar Verse aus der Dhammapada über die Tugend. Ob Sandel, ob Dakara-Duft, ob Lotus oder ob Jasmin, all diese Düfte übertrifft der edle Duft der Sittlichkeit. Nur ganz begrenzt ist dieser Duft von Sandel und Dakara-Holz, der sittenreinen Duft jedoch als höchster weht in Götterwelt. Die sittlich ganz vollkommen sind, allzeit in Wachsamkeit verharren, in rechten Wissen ganz erlöst, deren Fährte findet Mara nicht. Ich würde diese Worte mal sacken lassen und zum offenen Dialog aufrufen, euch die Tugend ans Herz legen und wenn jemand Fragen hat, seid ihr willkommen. Also ich denke, dass es den meisten klar ist, dass das Prinzip ist halt so einfach zu verstehen, ne? Dass man, wenn man tugendhaft ist, dass sich das gut nicht nur für sein eigenes Leben auswirkt, sondern auch auf seine Meditation. Und dass es auch essentiell ist für den achtfachen Pfad.